Welcome to this series of talks based on the apostolic exhortation Gaudete et Exultate of our beloved Holy Father Pope Francis. Meine liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Serie über das Lehrschreiben des heiligen Vaters Papst Franziskus mit dem Titel Gaudete et Exultate. He signed this and proclaimed this on the day of the feast of Saint Joseph on March 19, 2018. Dieses Lehrschreiben hat im Jahr 2018 am 19. März veröffentlicht. Significa lasciare agire Cristo nelle nostre opere. Che i suoi pensieri siano i nostri pensieri, i suoi sentimenti i nostri, le sue scelte le nostre scelte. E questo è santità. Fare come ha fatto Cristo è santità cristiana. That is few months back. Das war vor ein paar Monaten. I was there in Rome. I got a great blessing to visit Holy Father in the month of April 25th. On my birthday. In diesem Monat war ich in Rom gewesen, am 19. April, und ich durfte dem Papst begegnen, und das war am 25. April, das war an meinem Geburtstag. Yes. And Holy Father blessed me. Und der Heilige Vater hat mich gesegnet. It was a beautiful experience of that fatherly divine love. Das war für mich ein wunderbares Erlebnis seiner väterlichen Liebe. And it was at that time, many days I was in Rome, I spent time in learning this new apostolic exhortation. Und an diesem Tag verbrachte ich Zeit damit, dieses neue Lehrschreiben des Papstes zu lernen und zu studieren. And I understood, this is surely a beautiful teaching on the call to holiness. Und ich verstand aus diesem Schreiben, dass es ein wunderbares Lehrschreiben, woraus wir lernen können, wie können wir den Ruf zur Heiligkeit im Alltag umsetzen. Yes. Call to holiness in today's world. Der Ruf zur Heiligkeit in der heutigen Welt. It explains very practical aspect of our spiritual treasure, what God has given to us. In diesem Schreiben erklärt er auf sehr einfache Weise die spirituellen Schätze und Gaben, die uns zur Verfügung stehen. Yes. Holy Father is a prophet, or it is his teachings are fully with love, compassion and mercy. Die Lehren des Heiligen Vaters sind voller Liebe, Mitgefühl und Barmherzigkeit. And he is quoting from the early church fathers and the saints of the church. Und er bezieht sich dabei auf die frühen Kirchenväter der Kirche and the saints und alle Heiligen. Yes. And referring to today's persons, like a mother, like a normal, ordinary person. Und er spricht alle Menschen von heute an, Mütter, Väter, Kinder, ordinary person, yes. Ganz normale Leute. So now we are going forward on this without much introduction, because this teaching itself will explain it. Und wir wollen jetzt mit dieser Lehre beginnen, denn die Lehre erklärt sich von selbst. The name itself is a very interesting point. Gaudete et exultate means rejoice and be glad. Der Titel des Schreibens lautet Gaudete et exultate. Freut euch und jubelt. It is from Matthew's Gospel, chapter 5, 12, one of the Beatitudes. Das entnehmen wir dem Matthäus-Evangelium im Kapitel 5,
Vers 12. And that is speaking about Jesus tells those persecuted or humiliated for his sake. Da sagt Jesus, freut euch und jubelt alle, die ihr verfolgt oder gedemütigt werdet um meinetwillen. Yes. And this name rejoice and be glad. We can see Pope Francis's all earlier teachings. Everything has this joy of the gospel. Und wir können auch sehen aus den Lehrschreiben, aus den vergangenen Lehrschreiben des Papstes, er bezieht sich immer wieder auf diese Freude, die aus dem Evangelium hervorgeht. And so we continue on this, rejoice and be glad. Jesus tells those who persecuted or humiliated in his sake. Wir fahren also damit fort, mit dieser Lehre, freut euch und jubelt, die all denen zuteil wird, die verfolgt oder gedemütigt werden. The Lord asks everything of us. Der Herr fordert alles von uns. This is a very important statement. Das. The Lord asks everything of us, not partly, fully. Das ist eine ganz starke Aussage. Der Herr erwartet alles von uns, nicht teilweise etwas, sondern alles. Yes. And in return, he offers us true life, the happiness for which we were created. Aber was er dafür anbietet, ist wahres Leben und wahres Glück, für das wir geschaffen worden sind. Yeah. Now, let us explain this. Let us go in detail. First thing, what God expects from us. Wir wollen das einmal etwas genauer betrachten. Was erwartet Gott von uns? Us, complete of us. Was erwartet er von uns, von unserem, yes, von unserem, von unserer Ganzhingabe? Yes. In this teaching, Pope Francis has mentioned many times. In diesem Lehrschreiben hat der Papst Franziskus das oft wiederholt. Yeah, that don't be afraid to give ourselves to God. Er hat gesagt, habt keine Angst, euch ganz an Gott hinzugeben. And see, when we give ourselves to God, we also expect what we receive. Und wenn wir uns Gott ganz hingeben, dann erwarten wir auch etwas dafür. What do you expect from God? Was erwartet ihr von Gott? A Mercedes-Benz? Einen Mercedes-Benz? Andreas used to tell us there used to be a song, God give me a Mercedes-Benz. Also da existiert ein Lied, das heißt, lieber Gott, bitte gib mir doch einen Mercedes-Benz. Yes. No, God gives us happiness. Nein. True happiness, true life. Gott will uns Glück geben, wahres Glück. Yes. And holiness. Und Heiligkeit. So that's what is written here. In return, he offers us true life, the happiness for which we were created. We were created. Er will uns wahres Leben und wahres Glück geben, denn dafür hat er uns geschaffen. And this reminds me the first paragraph article of Catechism of Catholic Church says. Das erinnert mich an den ersten Paragraph im KKK. What for God created us? Wofür hat Gott uns denn geschaffen? God created us to make us sharers in God's own blessedness and happiness and joy. Gott hat uns geschaffen dafür, dass wir teilhaben dürfen an seinem Segen, an seinem Leben und an seinem Glück. Yeah. What for God created us? Wofür hat Gott uns geschaffen? Sometimes when people come with a lot of problems, I ask them, the problem is, we don't know what for we are living, what for God created us. Manchmal kommen Leute mit mir zu mir mit ihren Sorgen und dann frage ich sie, was glaubst du denn, wofür hat Gott dich geschaffen? Yes. God created us to make us sharer in his own
happiness. Der Grund, warum Gott uns geschaffen hat, ist, damit wir teilhaben an seinem Glück. His own joy. An seiner eigenen Freude. His own glory. An seiner eigenen Herrlichkeit. His own blessedness, blessed life. An seinem Segen. In this teaching, Pope Francis referring to the Beatitude, where Jesus repeatedly says, blessedness, blessed. In diesem Schreiben erinnert uns oder bezieht sich der Papst immer wieder auf die Seligpreisungen, in denen Jesus sagt, gesegnet seid ihr. Yes. That is the nature of God. Das ist die Natur Gottes. And here, and he also explained that blessedness is holiness. Und er erklärt uns gleichzeitig, dass dieses gesegnet sein auch gleichzeitig bedeutet, yes, heilig sein. Yes. So, my dear friends, at the first preface paragraph, Pope Francis explained, give ourselves completely and everything to God, and in return, let us expect full happiness and the life for which God created us. Also hier in der Einführung erklärt der Papst, dass der Herr uns auffordert, ihm alles zu geben und dass wir dafür aber erwarten dürfen, dass er uns teilhaben lässt an seinem Glück. Yes. Happiness for which we were created. Glück, für das wir geschaffen worden sind. And next sentence says, he wants us to be saints and not to settle for a bland and mediocre existence. Und im nächsten Satz sagt er will, dass wir heilig sind und erwartet mehr von uns, als dass wir uns mit einem mittelmäßigen Leben zufrieden geben. He wants us to be saints. God wants us to be saints. Er will, dass wir heilig werden. Er möchte, dass wir Heilige sind. And the next sentence says, the call to holiness is present in various ways from the very first pages of the Bible. Und im nächsten Satz heißt es, der Ruf zur Heiligkeit ist nämlich von den ersten Seiten der Bibel an auf verschiedene Weise, yes, zu erfahren. And Holy Father citing the word from Genesis chapter 17:1, that is where we see it expressed in the Lord's words to Abraham. Und hier bezieht sich der Papst auf diesen Anruf, auf diese Aufforderung Gottes an Abraham. And it's written in the text, we see it expressed in the Lord's words to Abraham, walk before me and be blameless, Genesis 17:1. Und wir finden das in Genesis Kapitel 17, Vers 1. Da sagt der Herr, ich bin Gott der Allmächtige, geh deinen Weg vor mir und sei rechtschaffen. Yes. Walk in my presence and be blameless. I am the Almighty God. Geh vor mir in meiner Gegenwart und sei untadelig. Yeah. In this way we can see, I am the Almighty God. I call you to holiness. Hier können wir sehen, der Allmächtige, er ruft dich zur Heiligkeit. Yes. That call to holiness is a theme right from the beginning, from the first pages of the Bible. Dieser Ruf zur Heiligkeit, er begegnet uns schon auf den ersten Seiten der Bibel. And the second paragraph of this exhortation, Gaudete et Exultate, says, im zweiten Abschnitt dieses Schreibens, Gaudete et Exultate, hören wir, what follows is not meant to be a treatise on holiness, containing definitions and distinctions helpful for understanding this important subject. Er sagt, es soll hier nicht um eine Abhandlung über die Heiligkeit gehen mit vielen Definitionen und Unterscheidungen, die dieses wichtige Thema bereichern könnten, oder mit Analysen, die über die Mittel der Heiligung anzustellen wären. Or a discussion on the various means of sanctification. My modest goal is to
propose the call to holiness in a practical way for our time. Mein bescheidenes Ziel, so sagt er, ist, diesen Ruf zur Heiligkeit einmal mehr zum Klingen zu bringen und zu versuchen, ihn im gegenwärtigen Kontext mit allen Risiken und Herausforderungen und Chancen darzulegen. Yes. Our own time with all its risks and challenges and opportunities. Er bezieht sich auf unsere Zeit, auf unsere aktuelle Zeit mit all ihren Herausforderungen, Chancen und Risiken. Yes. For the Lord has chosen each one of us to be holy and blameless before him in love. Ephesians chapter 1:4. Denn der Herr hat jeden von uns erwählt, damit wir in der Liebe heilig und untadelig leben vor ihm. Yeah. In general, in this paragraph, Pope Francis says, I am not giving you such a big theological teaching on holiness, or but instead I want to give very simple steps, practical ways how to be holy. Ja, oder anders ausgedrückt, der Papst möchte uns nicht mit hochtrabenden theologischen Abhandlungen hier belehren, sondern er will uns ganz einfache Schritte aufzeigen, wie wir im Alltag heilig leben können. Yes. And he makes this point in many places in our time. In our time. Und immer wieder benutzt er diesen Ausdruck in unserer Zeit, heute, hier yes. und jetzt. Holiness in a practical way for our own time. Heiligkeit auf eine praktische Weise heute in unserer Zeit. With all its risks, challenges and opportunities. Mit all den Herausforderungen, den Risiken und Möglichkeiten. Yes. There are a lot of challenges. Da gibt es viele Herausforderungen für uns. And this our own time must be understood in the following way. Und unsere heutige Zeit, das muss folgendermaßen verstanden werden. That we know in Europe all the saints say like Sister Saint Faustina Kawasaki or Saint Therese of Lisieux. Wir kennen ja viele Heilige in Europa, zum Beispiel Therese von Lisieux oder Faustina. Oder Schwester Faustina. They all were Klosterfrauen, Kloster Sisters. Das waren zum Beispiel Klosterfrauen, Klosterschwestern. Even in the cloister, those days there were hardly a newspaper to read. There was no such type of colorful, picturized magazines. Zu ihrer Zeit, als sie lebten, da gab es kaum eine Zeitschrift oder bunte Magazine in den Klöstern, die sie hätten lesen können. They had nothing. Sie hatten nichts davon. They had no TV. Damals gab es auch noch kein Fernsehen. They had no internet, no. Es gab kein Internet. Smartphone. Es gab keine Smartphones. Imagine that time and what is our time now. Stellt euch einmal diese Zeit vor, verglichen mit der heutigen Zeit. Yes. Our time is terribly with a lot of challenges. Unsere Zeit ist fordert uns auf vielerlei Weise ganz anders heraus. So we need a much different understanding and experience of God. In fact, more stronger challenges we have. Wir brauchen für heute ein ganz anderes Verständnis, was es bedeutet, wenn Gott uns heute zur Heiligkeit ruft. Yeah. So holiness today in our own time is very important point in this whole teaching. Heiligkeit heute in unserer Lebenszeit ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Lehrschreiben. And God with his abundance always provide opportunities and strengths. Gott aber
Er weiß das alles und er gibt uns besondere Kraft und besondere Stärke. And quoting from the first words of Ephesians chapter 1, 4, Pope Francis says, Und noch einmal bezieht sich der Papst hier auf Epheser Kapitel 1, Vers 4. For the Lord has chosen each one of us to be holy and blameless before him in love. Denn der Herr hat jeden zur Heiligkeit berufen und aufgerufen, untadelig vor ihm zu leben. So, call to holiness is a universal call. Der Ruf zur Heiligkeit ist ein universeller Ruf. Yes, let us make a short prayer, oh Holy Spirit. Wir wollen ein kleines Gebet sprechen, o Heiliger Geist. You are within us Heiliger Geist, du lebst in to uns, make us holy. um uns heilig zu We machen. thank you, Holy Spirit. Wir danken dir, Heiliger Geist. Sanctify me, Holy Spirit. Heilige mich, Heiliger Oh, Geist. Holy Spirit, bless us Heiliger Geist, segne and uns. every member of our family Segne jeden unserer and Familienmitglieder our society. und unsere Gesellschaft. Oh, Holy O Spirit, Heiliger bless Geist, us. segne Help uns. us to understand these teachings. Hilf uns, dass wir diese Lehren recht verstehen. Amen.